Ich habe jetzt die Tiroler Meisterin der allgemeinen Klasse vor mir, Amanda Hartung. Liebe Amanda, was bedeutet dir der Sieg heuer? Ja, es ist natürlich schon ganz besonders toll, dass mein Nachwuchspferd das dieses Jahr gewinnen konnte, der jetzt eigentlich die erste Saison erst S geht und schon so viele Erfolge dieses Jahr gehabt hat. Das ist ganz besonders schön. Welche Ziele verfolgst du noch mit First Flipper? Ja, langfristig gesehen soll es natürlich auch ein Grand Prix Pferd werden. Und erzähl uns noch einige Stärken von ihm. Seine Stärke ist sicher seine Nervenstärke, dass er nie schaut und nie wegspringt, dass er einfach immer 100% in der Prüfung ist. Und natürlich der Trab und der Takt. Das ist natürlich schwer für einen anderen da dran zu kommen. Du hast ja nicht nur First Flipper als Pferd zum Vorstellen in den vier Ecken, sondern auch andere. Welche persönlichen Ziele verfolgst du generell heuer noch? Die Saison dieses Jahr ist mehr oder weniger fertig. Pirat Dresscode Black ist jetzt im Moment in der Weltrangliste auf 180. Da wird das Ziel nächstes Jahr dann sein, noch weiter vorzukommen und fürs Flipper langsam für Grand Prix aufbauen. Herzliche Gratulation noch einmal zum Meistertitel und vielen Dank fürs Interview. Gerne.